So, dürfte eigentlich. Nein, ist noch nicht fertig, ja, moin, Digga. Ich krieg die Grenze. Deswegen, ich bin froh, wenn wir gleich wieder Reset machen vom Spiel, nachdem wir das Schwert haben. Und ich dachte, derzeit vergehen ein paar Tage. 6 Stunden schon live, Digga. Das kannst du auch keinem erzählen. Ich glaube, 3 Tage dauert's. Ba, ba, ba. Hier ist es endlich. Bam, bam. Du hast das Zertifikat gegen das Vigoron-Schwert getauscht. Diese Klinge ist unzerbrechlich. Nice. So, Game Restart. Haben wieder Sound. Endlich. So. Ja, und jetzt können wir mehr oder weniger in den Waldtempel. Fast 50 Skulltulas. Ist echt heftig. Laura ist noch da, wird mir angezeigt. Einmal durch den Boden fallen. Ach so, stimmt, das ist ja ganz anders gemacht worden hier. Nee, da komme ich nicht dran. Ich mag die Melodie hier drinnen nicht. Die ist so awkward. Wollen wir jetzt mal so for real, ne? Wenn man nicht den Enterhaken hat oder keinen Pfeil und Bogen, wie soll man hier sonst heil überleben? Wow. Ach, Digi. Ja, yep, ich bin back. I'm back and we have sound. Wow. Ich auch, das ist schön.
Das ist schön. Einer meiner absoluten Hasstempel neben dem Waldtempel. Aber nur von der Musik her. No. Du musst zu mir kommen, dann musst du mich ja nicht mehr vermissen. Hier ist die Skulptura, ich höre sie. Zack. Oh. Das mache ich, sobald der Lockdown gelockert wird. Kannst du meinetwegen machen, musst mir nur Bescheid geben. Und tschüss, ihr Geister. Vor allem jetzt wird es verdammt dunkel. Das Einzige, was halt passiert ist, ist, dass ich halt das Bigoron-Schwert mittlerweile habe. Hier ist kein Scooty. Ey, sag mal, ist der Sound lauter geworden von dem Spiel? Nö. Okay, dann täuscht er. Zack, oh. Ups. Die sind aber schnell tot gegangen. Zack, ich habe auch das Bigaron-Schwert mittlerweile. Ein kleiner Schlüssel mal wieder. Oder habe ich eine leere? Nein, ich habe keine leere Flasche mehr. Okay. So, Dille. Wow, die Tür ist zu. Ich dachte, die wären offen. Wow. Die auch zu, ne? Nee, doch, die ist auch zu. Gut, dann bleibt uns nur der Weg hier. Das ist halt der Vorteil jetzt. Wir haben das Bigaron-Schwert. Das ist so delicious. So. Hallo, ich will hier hoch. Dankeschön. Ja, auf diesen Boden sind Pfeile aufgemalt, ich weiß. Warte mal. Der muss dahin. Gut. Das heißt, ich muss hier den rausholen. Okay, hier läuft. Meine geht jetzt ins Bett. Erstmal den hier hinten hinschieben. Gehen wir erstmal hier hoch.
Nee, da gehen wir nicht runter. Okay. Gut. Wow. Hör mal. Da muss ich den hier hinziehen. Ich weiß es gerade gar nicht. Wie gesagt, Master Quest Tempel sind für mich so. Ja, Neuland. Wie das Internet für die Merkel. Kapi. Hä? Muss ich zwar jetzt nicht ganz verstehen, warum dann da der Block da war, aber okay. Genau, jetzt haben wir nämlich zur Plattform. Und über die können wir uns jetzt nämlich dann daran ziehen. Heißt eine Abkürzung, haben wir uns jetzt gemacht, Gott sei Dank. Schlüsseltür. Hey, aber wie drehe ich denn den Raum dann hinterher? Okay. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ja, moin, Diggi. So, den Masterschlüssel haben wir schon mal. Ja, in diesem Tempel müssen wir Masterschlüssel finden. Tschüss. Ach so, die Hand müssen wir jetzt besiegen. Das Pigaron-Schwert ist so ekelhaft, ne? Macht so vieles leichter. Ne, da will ich nicht runter. Erstmal. Nein, da müssen wir auch nicht rein. Hier aber. Wow, ein Zombie. Ja, gut. One shot down. Ein kleiner Schlüssel. Na, jetzt hat sich der Raum gedreht. Ja, moin. Jetzt können wir nämlich hier auch wieder runter. Und wir können uns jetzt da dran ziehen. Zack. Zack. Und zack. Ne, lass mich in Ruhe.
dreckiges Ding. Ich fand den Waldtempel schon in der normalen Version kacke. Da habe ich ihn schon nicht gemocht. Okay, wir müssen runter und dann kriegen wir den Bogen, denke ich mal. Safe. Ja, erstmal gegen die Tür rollen. Link, du hast echt den Sinn des Lebens verstanden. Nicht runterfallen, weil dann landen wir nämlich da, wo wir eben waren, in dem Raum. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Wow, ja, moin. Eine Deko-Nuss über uns. Ja, moin. Wir bekommen einen Deko-Nuss-Feenbogen. Wie sich das anhört, Alter. Ein Deko-Nuss-Feenbogen. Ja, moin, Digi. Und somit haben wir schon mehr oder weniger unser Standard-Equipment für den großen Link fertig. Was ist mit unter uns? Wieder mit unter uns? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Zack. Zack. Aber wir brauchen nochmal die Dekonüsse. Die Dinger werden jetzt schnell sterben. Hetty, eine der Irrlichtschwestern, ziele auf sie, sobald sie erscheinen. Ja, moin! Ich habe keine Energies mehr. Das Problem ist auch, ja. Ich trinke auch, denke ich mal, in nächster Zeit keine mehr. Die Karte. Weil wir kriegen die Karte, den Kompass, obwohl wir schon mehr oder weniger, sag mal, den Masterschlüssel haben. Und tschüss, zack. Haben wir die auch schon mal. Ey, das geht ja richtig ruckzuck hier gerade. Nettie, eine der Irrlichtschwestern. Eine Sprungattacke und eine Wirbelattacke oder drei Wirbelattacken, Digga. Aber ich frage mich, wo die ganzen Skulpturen sind. Ich habe nur eine einzige bisher gefunden. Du bist Sweetie, habe ich gehört. Der Kompass. Kommen wir da jetzt weiter? Ich glaube nicht. Hey, lol. Digga, wir sind ja schon fast fertig. Ja, moin. Vor allem, ich bin so dumm, ich hätte mir einiges so einfach machen können schon.